Ja, also ich schätze mal, dass das hier der für die Kundgebung vorgesehene Bereich ist. Ich sehe da jemanden, habe da gerade jemanden im Auge von Amnesty. Ja. Und den werde ich gleich mal fragen. Was so los ist. Aber wie man sieht, das wird wohl hier stattfinden. Ja, ich lasse euch jetzt mal noch so ein bisschen mit den Bildern alleine. Verschafft euch mal hier so einen Eindruck ein bisschen von der Stimmung. Im Moment wird hier alles so ein bisschen verriegelt und verrammelt, vergattert, wie man sagt. Ich glaube, spanische Reiter oder so heißt das. Das sind so sogenannte, das soll Paniken verhindern oder dass größere Gruppen von Menschen irgendwelche Bereiche erreichen. Ja, gut, das ist alles ziemlich abgesperrt hier. Und ich glaube, hier in diesem Bereich, wo ich jetzt gerade stehe, wird auch die Kundgebung von Amnesty International stattfinden. Hier sind jetzt diese beiden Plastiken, sind jetzt auch jetzt anders aufgebaut. Schönen guten Tag. Mein Name ist Schulz von Castor TV. Ich komme von der Gesellschaft für bedrohte Völker und wir machen eine Aktion für die also Menschenrechte in Ägypten, vor allem christliche Kopten und so weiter. Schließen Sie sich jetzt hier an oder werden Sie zur Molkebrücke gehen? Wir sind auf der anderen Seite die koptische Gemeinde und die Gesellschaft für bedrohte Völker. Also, Da ist unser Platz am Nachbarn. Da ist euer Platz, ihr kommt nicht also, hierher wo zum sind Sie? Ich Demonstrieren, habe Sie oder? nicht gefunden. Also hinter dem Pfeil sind auch, sehen Sie was? Polizeiwagen hier auf die Straße, Ja. Hauptstraße. Und da sind so drei Leute da, ne? Und Ja. da stehen wir. Ja, und warum nicht hier auch? Ist Also, besser, wenn mehr sind hier. ja, aber die haben uns dann Platz dort gegeben und wir müssen daran halten, ne? Also, wie es aussieht, teilt die Polizei hier die Demonstrationsplätze den einzelnen Gruppen zu. Hier ist also die Gruppe von Amnesty International und das da hinten ist der nochmal von den. Gesellschaft, von der Gesellschaft für bedrohte Völker und die freie Gruppe Kopten. Schönen Dank, dann gehe ich da Ja. gleich mal rüber Ja. und werde die Zuschauer hier von Castor TV mal informieren. Das weiß ich noch Können Sie nicht. dazu an den Ich Kanzler weiß nicht, fragen, wie bei der Sitzung ob noch läuft, Sinn macht auf hier. rein technische Gründe? Ja, die sind hier alle fleißig am Telefonieren. Hallo? Ich habe Sie gesehen. Sind Sie hier mit von der Organisation? Ich bin Nein. von Castor TV. Sie sind weswegen hier, wenn ich fragen darf? Ich bin hier wegen der Demonstration. Einfach. Okay, Einfach. Ja. danke. Ja. Schönen guten Tag. Guten Tag. Wir sind gerade im Livestream von Castor TV. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen, eventuell, so was hier so geplant ist, was so, wie so Also, der Ablauf ist? das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ich bin nicht der Sprecher. Wer ist denn hier zuständig? Die kommt. Ach, die kommt. Kommen Ja, erst also noch, Leute, habt Geduld. Es ist ja. alles hier, alles in Arbeit. Es ist alles in Vorbereitung. Ich schaue dann mal drüben zu den Menschen von der Gesellschaft für bedrohte Völker, wenn ich das gerade mitgekriegt habe, zu dieser koptischen Kleingruppe, die da steht. Ich finde es sehr verwunderlich, dass hier die Veranstaltungsorte sozusagen zugewiesen werden. Gut, ihr kennt das Spiel. Jetzt wieder die Kopfhörer abnehmen. Ich stecke euch wieder in eine Tasche, damit es nicht allzu sehr poltert. Auf der Fahrt dahin. Oder ich lasse euch einfach draußen. Ich erzähle inzwischen fröhlich weiter hier. Für die Leute, die sich erst jetzt zugeschaltet haben, hier bei Castor TV, Livestream, Streambeam for Global Change, live. Wir sind hier, ich bin jetzt hier mit euch direkt vorm Paul-Löbe-Haus, dem Abgeordnetenhaus. Und geht da mal rüber. Da soll eine kleine Gruppe sich schon anfangen zu sammeln von den koptischen Christen. Verwunderlich, es gibt wohl mehrere Demonstrationsorte, die hier den Leuten so zugeteilt werden. Ja, es sind jede Menge Medien hier. Wir werden sehen nachher, was die Kollegen aus dem ARD-Hauptstadtstudio, die ich hier mal kurz begrüßen darf, was sie dann hinterher so berichten in ihren Nachrichtensendungen von dem Besuch. Die kommen natürlich dann näher ran, auch an politische Informationen. Ja, wollen wir mal gucken, was die Leute sagen, weil politische Informationen sind die eine Sache und die Menschen sind eine andere Sache, die hier dagegen demonstrieren.
Wie gesagt, das ist alles hier noch im Entstehen. Die Grüppchen sammeln sich so langsam. Ich fahre da, wie gesagt, jetzt mal zu dieser kleinen Gruppe rüber, die sich da so langsam sammelt. Und das ist ja schön, dann hat man vielleicht auch noch Zeit, sich wieder mal seinen Schuh zuzubinden und da ein kleines Interview zu führen. Hallöchen, ich bin der Jörg von Castor TV. Habt ihr im Moment Zeit für mich? Ja. Könnt ihr mir ein bisschen was erzählen, warum ihr hier steht? Hat man euch den Bereich zugeteilt von der Ordnungsbehörde? Ja, das kann man schon sagen. Wir haben also uns vorher angemeldet bei der Polizei und gesagt, wer wir sind und warum wir hier sind. Dann hat man uns diesen Platz hier zugewiesen hinter der Absperrung. Gut. Ja, ich sehe, es gibt hier mehrere Abstimmungen. Da hinten ist eine Absperrung für Amnesty International. Und diese Absperrung ist jetzt exklusiv vom deutschen Staat finanziert. Für wen? Wahrscheinlich für die Kopten, oder? Die Kopten. Ach so, ja. Also wie gesagt, die Ordnungsbehörden scheinen wohl hier die Gruppen trennen zu wollen. Warum auch immer, warum man Amnesty International und die Kopten trennt, weiß ich nicht. Der Protest richtet sich ja wohl allgemein gegen den Besuch des Präsidenten. Ja, weiß ich nicht, inwieweit hier Teile und Herrsche eine Rolle spielt. Mal eine Frage an euch, was ist euer Belang jetzt hier auf der, ihr seid ja so eine Kleingruppe? Wir sind auf die größere Gruppe. In der Tat, wir sind eigentlich hauptsächlich da, um die Kopten zu unterstützen. Also aus Solidarität mit den Menschen da. Okay. Das kann man sagen, ja. Finde ich klasse. Ich komme vielleicht später nochmal zu euch. Ich grase hier erstmal so ein bisschen alles ab und... Der hat mich auf euch hingewiesen, dass es euch hier gibt. Und ja, ich mache den Livestream für Castor TV. Ihr könnt das hinterher sehen auch. Auf Castor TV läuft das dann im Endlosband durch. Ich guck mal hier so überall rum, weil die Öffentlich-Rechtlichen machen ja nicht wirklich was. Alles klar, ciao. Ja, wie man auch hier sieht, auch hier die Mittelinsel ist so sozusagen gleicht eher einer Trutzburg. Also auch hier starke oder auch Polizeikräfte sicherlich auch zum Schutz des Abgeordnetenhauses und des Parlaments, ist ja alles verständlich. Wenn wir mal schauen, warum die Leute hier so getrennt werden, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Vielleicht sehe ich ja mal irgendwo einen Polizisten mit so einer komischen Weste Kontakt zum Veranstalter. Der müsste mir vielleicht darüber Auskunft geben können. Oh Mann, ist das windig. Sorry. Warum hier die Gruppen so getrennt werden? Ob man da Streit befürchtet zwischen zum Beispiel Amnesty und den koptischen Christen? Also ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Ich werde der Sache mal nachgehen. Mal schauen, was sich hier noch so für kleine Demo-Inseln bilden. Es macht sich wahrscheinlich auch medial besser, wenn das alles so ein bisschen versprenkelt ist. Also ich hätte es auch wieder lieber gern an einem Ort und würde so die Gesamtheit abbilden, aber ja, so sind die Leute von den Medien eben gezwungen, hin und her zu latschen und können sich irgendwo so ein Gesamtbild gar nicht verschaffen darüber. Aber ich bleibe ja vor Ort und werde euch da weiter informieren und jetzt wieder mal die Kopfhörer etwas liften. Ja, wie gesagt, sobald ich hier einen Polizisten sehe, der irgendwie so eine gelbe Weste anhat, dann werde ich den einfach mal fragen, warum man diese Gruppen hier trennt, ja?
Also das ist ja doch schon ein ganz schönes Stück auseinander. Und das ist ja nicht so, dass jetzt die Kopten unbedingt pro Mursi demonstrieren. Ist irgendwo nicht nachvollziehbar, warum man diese Gruppen trennt. Okay. Amnesty steht ja auch nicht irgendwie so im Ruf, konfliktträchtig auf Demonstrationen oder Kundgebungen zu sein. Das ist also irgendwie, ja. Ich gehe der Sache mal nach. Dass ich nicht schon um 9 hier gewesen bin. Ja, weil auf Amnesty International Seite Berlin-Brandenburg steht von 9 bis 11 Uhr sei das oder bis 12 Uhr. Ja, und jetzt haben wir irgendwie 11.30 Uhr. Genau. So mit Karre? Kannst du mir ja schicken, dann habe ich gleich wieder um den. Verstehe, voll und ganz. Habe ich. Sorry, ich kann die Pappnasen auch nicht ab, die Jünger vor der Linse stehen. Völliges Verständnis. Ja, Leute, und wie ich hier gerade so im Chat lese, ist die Verbindung mehr als miserabel. Ich habe hier mehrere Aussetzer. Ich kann in meine Log gucken, alle wie viele Minuten das ist. Ich denke, da hier irgendwie nichts, gar nichts in der Richtung kommt von gut und hast du nicht gesehen, werde ich wohl kurz oder lang den Stream hier abbrechen. Macht ja keinen Sinn irgendwie, wenn ihr euch dann nur ärgert beim Zuschauen. Ich schau mal rein hier. 55, 1, 4, 56, 8 Minuten, 12 Minuten, 6 Minuten. Ja, also so alle paar Minuten klappte Teil hier irgendwie zusammen.
Gibt es eine Antwort im Chat, ob es Sinn macht, ob ich die Sendung abbrechen soll? Bitte mal. Da wird es ja was ausmachen, noch ein Stück zurückzukommen, dass wir quasi total abkriegen von dem Haus und. Nö, ich hab ja einen Zoom, kann ja zurückgehen. Bitte. Ach so, ja. Ja, der hat jetzt aber mal was anderes zu tun. Der ist hier eher mit der. Das hätten wir vielleicht ein Stück weiter auseinanderrücken sollen. Jetzt stellt euch. Ich rück gerne noch ein Stück, dann haben wir hier mehr. Kommen wir hier mehr zusammen. Ist im Livestream, danke. Du wirst mal berühren. Ja, ne? Geht alle. Hier, ist das? SLV. Das funktioniert gut, ja. Cool.
ins Rennen, wenn einem nicht irgendwelche technischen Einheiten von der Polizei abschießen, wie in Düsseldorf? Ja, na gut, das hast du ja immer mal gesagt. Das ist auch mal, dass das Telefon nicht geht oder so. Ja, da musst du da WLAN-Knoten auf einmal neu einrichten, ganz neu konfigurieren auf dem Telefon. Ja. Das sind hier nur Beschwerden, dass hier immer ein Abbruch ist. Ich kann ja, wenn ich hier rumlaufe, mache uns alle 5 Minuten geht der Stream mal runter, dann fährt sie alleine wieder hoch. Macht man, soll ich abbrechen oder nicht? Ich habe keine Antwort. Und wie geht das über so einen File-Transfer-Browser oder was ist das denn? Nee, das ist ein Encoder. Ja. Das ist so ein Caster. Das nennt sich wie? Livestream heißt das, ja? Mhm. Ach, das ist von Adobe, Flash Media, ja, ja. Live, Encoder. Also es geht auf Livestream rein. Die haben ja auch einen eigenen im Browser, auch so ein Tool. Mhm. Aber mit dem kann man nicht auf Festplatte speichern. Mhm. Ja, bei Streamabbrüchen, bei denen oder so, ist das dann wirklich ja mit Material. Ja. Wird dann halt wieder, muss man sich selber einwählen und alles. Und der ist halt besser, weil der das auch speichert. Ja, das ist wie bei uns, wir nehmen mal den Pfeil zu, wenn wir Material überspielen. Und da ist es auch so, wenn es abbricht, dann setzt er an der Stelle wieder an. Wenn es ganz oft abbricht, dann kann es sehr nervig sein. Naja, so sind die manchmal, die Files, die auf dem Server liegen bei Castor, die sind zerschossen, die sind in 4-5 Teilen oder so. Wenn er jetzt über die 5 Sekunden weg ist, wo er den Puffer hat. Und ich habe die dann aber immer noch im Original da und lade sie dann auf YouTube hoch oder so. Mhm. Ja, das wird bei uns wahrscheinlich auch bald, nehme ich mal an, Zukunft sein. Ich habe das Problem, ich mache das jetzt schon irgendwie seit fast 30 Jahren, und umso mehr die Technik moderner wird, desto mehr musst du auch arbeiten. Und desto mehr Output verlangen die auch. Ja. Nun geht ja über eine G3 raus, und das normale Handynetz sozusagen. Das ist, kommt drauf an. Kommt drauf an. Also ganz unterschiedlich, je nachdem, wo wir gerade sind. Ja, ja, nee, ich meine, ich hab das ja nur, und da gibt es ja diese neue Norm oder diesen neuen Standard, der ist wohl schneller, LTE oder so. Aber da bist du da auch nicht von Kosten her, bist du da auch nicht weit von der Satellitenschüssel entfernt. Ne? Ja gut, also ich meine, Satelliten, also machen wir manchmal, wenn man im Ausland sind, so in Afghanistan oder so, ich weiß nicht, was kostet die Minute da, das ist schon ganz schön teuer. Aber du bist eben sicher, du wirst nicht abgeschossen von irgendwelchen Local Heroes. Ne? Mhm. Das ist der Vorteil dabei. Henry, sag mal Bescheid, wir sind soweit. Du kannst auch rumstehen, wenn du willst. Von denen, ich denke, die da stehen, die wollen kommen und wollen Faxen machen, auch mit irgendwelchen Masken. Mit Masken? Ja. Dann werden sie bestimmt von der Polizei aufgefordert, die Masken abzunehmen. Nee, nee, das ist ja hier. So eine rote Korde dahinter. Zwei Absperrungen. Und für wen macht ihr das? Meistens für NTV. Also, ja. Ich bin doch frei. Aber nicht für ARD oder NDR. Okay. Ja, ich habe halt den Vorteil, dass ich ungeschnitten rausgehe und es ist alles so, denn halt 1:1 die Veranstaltungen übertragen werden. Ja, das ist nochmal eine ganz schöne Arbeit, dann, wenn du jetzt schon abgelaufen bist, den ganzen Tag dann abends noch das Material zu sichten und das zu schneiden und eventuell noch zu vertonen, irgendwie, da bist du fix im Alter, du bist dann irgendwann so müde, dass du dein eigenes Material nicht mehr wirken lässt. Ja, und ich mache das alles umsonst, ne? Na gut, das ist bei mir nicht der Fall. Dafür kann ich aber auch inhaltlich manchmal, muss ich machen, manchmal Sachen machen, die ich nicht so gerne machen würde. Ja. Oder fehlt mal ein bisschen davon, dass der eigentliche Inhalt gar nicht mehr rüberkommt. Du wirst ja manchmal richtig beschimpft von den Leuten auf der Straße, weil die denken, du bist dafür verantwortlich für den Inhalt. Ja, ja. Naja, ich. Das als Castor-Livestreamer hast du auch manchmal Probleme.
gerade so, so weiter links ist in den autonomen Bereich reingeht und so, da wird dann aufs Material gekratzt und mehr Flips hier und so. Und so wie stehen am Pastor für Frau und Mann. Also als Bildung, das was Pastor ist, ist man nach. Die verhandeln jetzt nur, ob die anderen dazukommen dürfen oder nicht. Ja, das finde ich auch vernünftig. Das ist ja sowas von affig, die Gruppen zu trennen. So. Die Medien denken anders. Die Medien sagen, es sind bloß drei Leute, das setzen wir nicht. Ja, heute Abend um 18 Uhr ist ja auch nochmal vor der ägyptischen Botschaft. Demonstration. Mit Stimmung. Mit Stimmung, ne? Ja, und da muss ich auch gucken, dass ich da irgendwie. Also ich denke mal, um eins werde ich hier abhauen oder so, oder um zwei. Oder nach Hause, Akkus füllen. Ja, irgendwann, ich meine, das ist natürlich eine geile Konstruktion, aber irgendwann ist auch der Strom alle, ne? Ja, aber da ist jetzt schon in Lieferung, kriegt jetzt einen zweiten Akku und noch einen Akku für die Cam. Das ist dann schon, ich wollte erst eine Autobatterie unten ran oder so, weil das ja, ist ja dann ein Power, aber... Das haben wir auch manchmal gemacht. Wir haben manchmal als Adapter gebaut, dann brauchen sie Batterien. Wir haben damit auch ihren Rechner betrieben. Weil die das ein bisschen länger halten als den Rechner. Ja, aber nun, also der hält 3,5 bis 4 Stunden. Der Akku und noch einen zweiten dazu, also 8 Stunden bin ich gut bedient. Ja, das ist okay. Ja. Ich denke, da will man gar nicht draußen stehen im Winter. Ja, so also langsam kommt ein bisschen Bewegung hier in die Sache rein, Leute, wie ich gerade gehört habe. Gibt es wohl auch Verhandlungen zwischen den Leuten? Ja, jetzt kommen sie auch, genau. Jetzt kommen auch die anderen Demonstranten hier mit zu, genau. Dann sind das nicht so zwei einzelne Grüppchen. Das sieht auch wirklich, also wie gesagt, das ist für mich so nicht nachvollziehbar, warum man die Gruppen trennt. Aber gut, jetzt kommen sie doch zusammen. Und können einfach mal dann auch so ein breiteres Bild geben und nicht nur von einer Seite. Ja, gerade hat das auch nochmal ein Polizist hier an der Seite bestätigt, die Kopten dürfen jetzt rüberkommen. Ja, das ist doch nett, dass man da einfach so das dann löst und wo halt auch irgendwo keine Gefahr droht oder so, soll man auch nicht irgendwo da so tun, als ob man da nun groß für Sicherheit sorgen muss. Ja, und nun rennt doch alle darüber. Da gehe ich doch mal gleich hinterher. Das ist der Herdentrieb, der jetzt einsetzt. Wo einer hinläuft, laufen sie alle hin.
Buch von Terra 450. Ja, komm. Ja, wie ich gerade mitgebe, wird gerade hier durchgegeben, dass die Versammlungsteilnehmer sich vermummt haben. Gemeint ist damit, sind damit eben diese Masken mit der Augenbinde und den Gasmasken. Ja, als Vermummung wohl nicht so ganz geeignet, weil A, sind die nicht hier vermummt aufgelaufen, B, sind sie immer noch sehr gut zu erkennen von der Seite. Unzufriedenheit in der ägyptischen Bevölkerung ausgelöst. Warum? Eines der größten Probleme, das wir derzeit in Ägypten sehen, ist, dass in Ägypten die Menschenrechte mit Füßen getreten werden und dass vor allen Dingen diejenigen, die in der Vergangenheit für Menschenrechtsverletzungen zuständig gewesen sind, die Verbrechen begangen haben, nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Es gibt kaum Ansätze für eine umfassende Aufklärung der Menschenrechtsverletzungen und, was es auch nicht gibt, das sind Entschädigungen für die Opfer. All dieses aber ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass Ägypten in eine gute, stabile Zukunft gehen kann, in der die Menschenrechte respektiert werden. Daher fordern wir von Präsident Morsi, stoppen Sie die fortgesetzten Menschenrechtsverletzungen in Ägypten. Stoppen Sie die Gewalt durch Sicherheitskräfte. Klären Sie auf, die Wahrheit muss ans Licht über die Menschenrechtsverletzungen der vergangenen Jahre. Ziehen Sie die Täter zur Rechenschaft. Die Täter müssen vor Gerichte gestellt werden und in fairen Verfahren ein gerechtes Urteil erhalten. Und die Opfer brauchen Entschädigung. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt. Nur so kann Ägypten auf einen guten Weg in die Zukunft geleitet werden. Vielen Dank. Hallo? Ja, tut leid, dass wir nicht näher ran können ans Kanzleramt und Morsi direkt die Banner unter die Nase halten können. Das würden wir gerne tun, aber wie Sie sehen, lässt uns die Polizei nur bis hierhin. Wir hoffen auch, dass wir die Botschaft rüberbringen können, die wir heute bringen wollen, nämlich, dass Morsi die Polizeigewalt stoppt und die Militärgewalt. Deswegen wollen wir jetzt alle zusammen rufen. Morsi, Polizeigewalt, stoppen! 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 Morsi, Polizeigewalt, stoppen!
Schildern lesen können. Es ist ganz, ganz wichtig, dass einfach alle Taten aufgeklärt werden und die Fahrzeuge zur Rechenschaft gezogen werden. Deswegen fordern wir auch laut von ihm, Mursi, Polizeigewalt aufklären! Mursi, Polizeigewalt aufklären! Mursi, Polizeigewalt aufklären! Mursi, Polizeigewalt aufklären! Natürlich stehen wir heute auch hier vom Kanzleramt, weil wir die Bundeskanzlerin Merkel auffordern, diese Themen mit Herrn Mursi anzusprechen. Wir haben hier natürlich vor diesem Besuch einen Brief geschrieben und mit unseren Forderungen. Dann ging es um viele Fälle von Polizeigewalt und Opfer von Militärgerichtsverfahren. Es ging aber auch um Waffenlieferungen, die Deutschland nach Ägypten liefert, Rüstungsexporte von gepanzerten Fahrzeugen und anderen Sachen, die bei Demonstrationen zum Einsatz kommen können. Wir haben sie aufgefordert, dass diese Exporte gestoppt werden müssen, solange nicht sichergestellt werden kann, dass diese Waffen und Munition gegen Demonstranten eingesetzt werden kann. Deshalb fordern wir natürlich auch von Frau Merkel, dass sie heute wichtige Themen mit Herrn Mursi anspricht und nicht nur über Wirtschaftsthemen mit Herrn Mursi spricht, sondern auch, wie die Menschenrechtslage in Ägypten verbessert werden kann. Deshalb können wir auch zusammen nochmal laut rufen, Merkel, keine Rüstungsexporte nach Ägypten. 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 Merkel, keine Polizeigewalt aufklären. Mursi, 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 Polizeigewalt, stoppen! 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 Polizeigewalt.
erwarten, die Gesellschaft der bedrohten Völker erwartet von der deutschen Politik, dass heute neuen Beginn gemacht wird. Es gibt in Ägypten einen neuen Beginn, einen neuen Anfang in der Politik und wir wollen auch, dass unsere Politiker in den Gesprächen neuen Beginn, und zwar jedes Mal, wenn ein Ägypter hierher kommt, muss man über die Menschenrechtslage in Ägypten sprechen. Also diese deutsche diese Höflichkeit muss vorbei sein. Man muss auch klar Text reden mit den Politikern, mit den ägyptischen Politikern, dass dass Frau Kanzlerin offen mit dem Präsidenten Mursi spricht und über die Lage der Kopten, aber auch über die Lage aller christlichen Gemeinschaften, über die Menschenrechtslage in Ägypten, das thematisiert wird, über die Beduinen in Sinai, das müssen Themen sein bei diesen Gesprächen und nicht nur Waffenlieferungen und Terrorismusbekämpfung und so weiter. Das ist unsere oder sind unsere Hauptforderungen heute hier. Ich bin leider nicht der Präsident. Wenn jemand mit dem Präsidenten sprechen möchte, ich bin zwar sein Gegner oder sein Konkurrent fast, aber ich verstecke mich hinter seiner Maske. Wohin al-Masriyin? Al-Masriyin, ijul handi, al-Masriyin. Ja, Mas. بلادي 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 أنت حبي وفؤادي بلادي 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 أنت حبي وفؤادي مصر يا أم البلاد لا لا wo sind die Ägypter? Da sind keine. Ja, die singen, sie müssen mitsingen die Hymne. Wer kann die ägyptische Hymne mitsingen? Hände hoch! Ja, habe ich gar nicht gehört. Ja, 1, 2, 3. Biladi, biladi, biladi. Biwa fuadi. Also wie gesagt, wir sind heute noch einmal, das ist eine Gruppe, das sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesellschaft für bedrohte Völker aus Berlin, aus Göttingen. Wir sind heute hier mit den koptischen Freunden. Auch mit den Christen, mit den Muslimen hier, um einige Forderungen an die Bundesregierung zu stellen, dass die Bundesregierung heute speziell Frau Kanzlerin, Frau Merkel, mit dem Präsidenten von Ägypten, Herrn Mursi, über die Lage der Menschenrechte, über die Lage der Kopten spricht. Die Forderungen wären, dass die Angriffe auf Kopten aufgehört werden, die Täter bestraft werden, dass die Kopten in Ägypten ihre Kirchen bauen, in Freiheit bauen, ausbauen können, dass koptische Mädchen nicht entführt werden, vollständige Glaubensfreiheit, dass die Kopten in allen Gremien des Staates, des Landes präsentiert werden, in der Armee, im Parlament, bei den Ministerien, dass die überall vertreten werden. Wir fordern, dass in Ägypten eine Quote für die Kopten eingeführt wird. 10 bis 15 Millionen Kopten leben im eigenen Land und diese Forderungen müssen unterstützt werden von uns, von der Bundesregierung, aber auch von den Medien. Wir bitten auch die Medien, die Presse über die Lage der Kopten in Ägypten zu berichten. Daher sind wir heute hier. Kannst du mir die meine Flasche aus dem Rucksack holen, Wasser?
Ja, ein zweites ägyptisches Lied. Dolamin, Dolamin, Dola Ulad al-Fallahin. Wen al-Masriyin? Wen Abna Masr? Dolamin, Dolamin, Dola Ulad al-Fallahin. Ich sehe keine Ägypter hier, die mit mir singen können. Ja. Als واحد مصري يغني معاي مين يجي يغني معاي Also die Leute, die Menschen rufen hier, die weg mit den Muslimbrüdern, weg mit den Islamisten in Ägypten. Das sind die Rufe der ägyptischen Freunde. Weg mit den Islamisten, weg mit den Muslimbrüdern. Das sind die Rufe, die heute gerufen werden. Und Mursi ist ein Politiker, der diese Partei angehört, der Muslimbrüderschaft. Und eigentlich, er kann nicht viel entscheiden, sondern sein Scheich, der Oberscheich der Muslimbrüder, entscheidet. Aber trotzdem, wir wollen ihn auffordern, heute sich zu der Lage der Kopten in Ägypten zu äußern. Seht immer wieder, das sind die sogenannten Kollegen, die mir hier fast den Wagen umrennen. Einfach nur auf der Suche nach dem besten Bild. Das ist egal, ob da irgendwie Technik bei kaputt geht oder so. Ja, hier ist Technik. Schau mal da. Musst du gucken. Schau mal da. Ja, guck doch, wo du läufst, Mann. Das ist doch ganz einfach. يسكت حكم المرشد يسكت حكم المرشد قلنا عيش على لحم
الحرية قلنا عيش عدالة حرية والعصابة هي هي والعصابة هي هي والعصابة هي هي والعصابة هي هي مرشد يحكم مصر ليه مرشد يحكم مصر ليه هي تكية ولا ايه هي تكية ولا ايه بكرة الثورة تشوف النور بكرة الثورة تشوف النور حكم المرشد بكرة يغور حكم المرشد بكرة يغور يا مصر يا مصر يا مصر يا مصر يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا تكية يا تكية يا تكية يا تكية امتى اشوف فيك الحرية 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 يا مصر يا مصر يا بلدي يا بلدي يا تكية يا تكية امتى اشوف فيك الحرية امتى اشوف فيك الحرية امتى اشوف فيك الحرية امتى اشوف فيك الحرية علي سور السجن وعلي علي سور السجن وعلي علي سور السجن وعلي علي سور السجن وعلي بكرة الثورة تشيل ما تخلي 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 علي سور السجن وعلي علي سور السجن وعلي بكرة الثورة تشيل ما تخلي 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 علي سور السجن وعلي علي سور السجن وعلي بكرة الثورة تشيل ما تخلي 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 عايزين التكية والحرامية اوكي زاك يركز يركز على ركز على حته التكيه والحراميه خلينا مع الحراميه وحش عليهم von 21 zumeist jungen Männern in Port Said, denen vorgeworfen worden war, während der Tragödie im Fußballstadion von Port Said Fans der gegnerischen Mannschaft getötet zu haben. Dies hat zu einer großen Unzufriedenheit in Ägypten geführt. Doch warum? Einer der Hauptgründe dafür ist darin zu suchen, dass diejenigen,
die große Menschenrechtsverletzungen begangen haben in der Vergangenheit, noch immer straffrei herumlaufen. Noch immer sind viele Menschenrechtsverletzungen der Vergangenheit nicht aufgeklärt worden. Noch immer warten die meisten Opfer von Menschenrechtsverletzungen auf Entschädigungen. Und solange diese Aufklärung fehlt, solange die Entschädigungen fehlen, solange Strafprozesse gegen die Täter fehlen, so lange wird es in Ägypten sehr, sehr problematisch weitergehen. Wir sehen zunehmend, dass die Ägypter Vertrauen verloren haben, Vertrauen in den Staat und seine Institutionen. Und dieses Vertrauen kann nur über den Weg der Menschenrechte zurückerlangt werden. Daher fordern wir hier heute von Präsident Morsi: Stoppen Sie die anhaltende Polizeigewalt. Klären Sie die vergangenen Menschenrechtsverletzungen auf. Sorgen Sie dafür, dass die Täter ein rechtsstaatliches Verfahren bekommen und vor Gericht gestellt werden. Und last but not least, sorgen Sie dafür, dass den Opfern Gerechtigkeit widerfährt, dass sie Entschädigungen erhalten. Vielen Dank. Und deshalb fordern wir Morsi, Polizeigewalt stoppen! 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 Und das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir natürlich nicht nur dem Abgeordneten des Deutschen Bundestages sagen, sondern auch Herrn Morsi und Frau Merkel, die demnächst auf der anderen Seite treffen und hoffentlich und demnächst hier vorbeifahren werden. Also drehen wir jetzt einfach mal um und wollen jetzt in die andere Richtung sozusagen. Frau Merkel.
Bitte. Polizeigewalt aufklären.
Ja, Streambeam for Global Change hier direkt vor dem Abgeordnetenhaus. Es geht hier um den Staatsbesuch des ägyptischen Staatspräsidenten Morsi hier bei Frau Merkel. Ja, wie man schon gehört hat, der Besuch wurde wohl verkürzt aufgrund der schwierigen Lage in Ägypten. Und wir hoffen noch sehr schwer, dass die Bundesregierung und dazugehörige Leute da nicht wieder Waffen oder Mittel zur Aufstandsbekämpfung hin verkaufen. Das ist ein sehr großes Problem, überhaupt solche Güter in diese Region zu liefern, wo es unabsehbar ist oder absehbar ist, dass es wohl gegen die Bevölkerung eingesetzt wird. Ja, so viel jetzt von mir hier und von Castor TV Streambeam for Global Change live. Wir melden uns hier nicht mehr wieder heute, sondern erst so gegen 18 Uhr wieder von der ägyptischen Botschaft in der Stauffenbergstraße. Also da könnt ihr gerne alle auch hinkommen und wer nicht hinkommt, der kann auch hier wieder den Stream sehen. Besser gesagt, heute Abend um 18 Uhr von der ägyptischen Botschaft in der Stauffenbergstraße geht's dann weiter. Auch da ist eine Kundgebung, eine Demonstration angekündigt. Castor TV und Streambeam for Global Change Live berichtet darüber. Wir sehen uns bis demnächst. Vielen Dank für den Support und nochmal schönen Dank an Castor TV.